erzählen Sie uns, was Sie über Mr. Arneson wissen. Und lassen Sie nichts aus, Miss Lucy. Selbst die unbedeutendste Tatsache könnte von großer Wichtigkeit sein. Er ist so ein netter Mann. Und er hatte versprochen, dass wir im Herbst heiraten. Kam vor etwa 2 Jahren nach New Orleans. Er ist Jäger und wollte nur ein paar Wochen bleiben. War hinter etwas in den Sümpfen her, weiß der Himmel was. Dann begegneten wir uns hier. Ich hatte gerade erst hier angefangen, wissen Sie? Madame sagte, sie würde mich nur gehen lassen, wenn all meine Schulden und eine Entschädigung für mich bezahlt würden. Vor ein paar Wochen sagte Errol, ich meine Mr. Arneson, dass sie die Lösung hätte. Vielleicht hatte er das Geld und wurde von Leuten entführt, die es darauf abgesehen hatten. Für die meisten hier in der Gegend wäre das ein kleines Vermögen. Und Sie wissen, wo er es versteckt haben könnte? Oh, das Geld ist mir egal. Wenn ich dafür Errol zurückbekomme, gebe ich es gerne her. Er hat mir einen Geheimraum im ersten Stock gezeigt. Er schießt mit einer Pistole, um ihn zu öffnen. Er sagt, dass nur ein guter Schütze das schafft. Hinter der Wand ist ein Schrank mit Waffen und einem kleinen Kästchen hinter einem großen Gewehr. Da ist sein Geld drin. Um die Schranktür zu öffnen, benutzt er den Siegelring, den er an der rechten Hand trägt. Mhm. Aber wie kann Ihnen irgendwas davon helfen? Sie haben ja seinen Ring nicht. Sie haben uns mehr geholfen, als Sie glauben, Miss Lucy. Wenn Mr. Arneson noch am Leben ist, bringen wir ihn zu Ihnen zurück. Kommen Sie, Watson. Na dann. Und jetzt, Watson, erforschen wir diesen Sumpf. Wir müssen diesen Fischer finden, der bei den Docks, der uns Informationen gab. Er könnte uns helfen. Alles klar. Wir müssen zu Champagne. Mal schauen, haben wir vielleicht noch... Ja, Champagnes Hütte, hier sind wir. Und weil wir auch so freundlich sind, kriegt er auch Champagner. Wird das hier die Kosten für ein Boot decken? Die wurden nicht richtig gelagert. Jetzt sind sie ganz warm. Dafür kriegen sie nur die Planken von dem Stapel da drüben. Und eine ihrer Laternen. Verkauft. Was haben Sie damit vor, Holmes? Wollen Sie ein Floß bauen? Stecken wir diesem Arneson einen Besuch ab, Watson. Alright. Mal schauen, mit diesem Plank können wir was machen. Ja, und zwar eine Leiter. Ja, zurück zu Arneson. Wären Sie so freundlich, mir zu erklären, warum wir mit diesen Holzplanken hierher zurückkommen? Wir suchen einen Siegelring, Watson. Und wie können uns diese Planken dabei helfen? Wir müssen die Hand wieder beschaffen, die ihn trägt. Also müssen wir eine Möglichkeit finden, ihren Finder anzulocken. Aber von wem reden Sie denn nur, Holmes? Ja, von dem Waschbär. Ach, es geht auch so. Super. Die Tatsachen sprechen für sich, Watson. Der Schlüssel, der Arnesons Schrank öffnet, ist der Siegelring, den er gewöhnlich an der rechten Hand trägt. Das war genau die Hand, die einer seiner Entführer abtrennte, während der arme Mann sich an dem Busch festhielt, den wir auf dem Weg zum Fluss sahen. Zufällig werden Waschbären von Aas angezogen und finden auch oft Gefallen an glänzenden Dingen. Ohne Zweifel hat sich einer mit unserer fehlenden Hand und ihrem Ring aus dem Staub gemacht. Ich habe Waschbärspuren in der Nähe gefunden und zweifellos haben sie ein Nest hier in der Gegend. Finden wir die Waschbären, finden wir auch unsere Hand. So wie Sie das sagen, erscheint es ganz offensichtlich, Holmes. Es ist die einfachste Sache der Welt. Aber jetzt müssen wir einen Köder auslegen, damit der kleine Kerl herauskommt und uns zu seiner Höhle führt. Na dann. Ich denke mal, da ist der angegammelte Schinken doch am besten. Ich werde das draußen hinlegen, um den kleinen Teufel anzulocken. Na, so war es ja auch geplant, Holmes. Mal schauen. Wo könnten wir es am besten hinlegen? Am besten hier irgendwo. Ach komm. Ach Mann, wo ist denn die blöde Stelle wieder?
A hier. Ja, braver Waschbär. Aha, den Baum hoch. Watson, dort ist das Nest. Es ist auf dem Dach über dem Balkon. Mit einem umgedrehten Heiligen Kreuz. Soll wohl heißen, Arneson war Satanist oder was? Nee, ich denke mal, das war Zufall. Na dann. Da ist es. Dann Leiter rausgeholt und los geht's. Boah. Entschuldigen Sie, Madame, ich kam hier nur zufällig vorbei und wollte Sie nicht stören. Obwohl ich sicher bin, dass Sie Mr. Arneson als einen Mann mit gutem Geschmack kennengelernt haben. Das war fies, Holmes. Nee, also, das war ein bisschen zu schwarzer Humor. Am besten, wir nehmen die wieder mit, aber wie ich das Spiel kenne, können wir es noch nicht mitnehmen. Na dann. Schauen wir mal. Was für eine herrliche Waffe. In der Tat. Sie wird dem Sumpf von großem Nutzen sein. Ja, das glaube ich auch. Das hier brauchen wir, um ein Boot zu kaufen. Na dann, hauen wir ab. Sie hätten auf mich hören und zurück an Bord Ihres Schiffes gehen sollen, Mr. Holmes. Oh oh. Das ist der Sheriff. Schnell, laden Sie das Gewehr, Holmes. Nein, Watson. Vergessen Sie die Waffe und kümmern Sie sich um die Leiter. Und zwar schnell, bevor Sie herunterkommen. Bevor Sie herunterkommen? Du meinst, wo wir heraufkommen? Jetzt komm. Her da. Ansch. Beweg dich, du blödes Teil. Los, Watson, zum Hafen. Ja, Holmes zuerst, ne? Weg hier. Oh. Dann auf zum alten Champagne. Ist das genug, um ein Boot zu kaufen, Sir? Aber sicher. Ausgezeichnet. Könnten Sie uns den schnellsten Weg zeigen, um in das Sumpfgebiet in der Nähe der reichen Viertel zu gelangen? Das ist idiotensicher. Fahren Sie an der Flussbiegung entlang und bleiben Sie nah am Ufer. Einen letzten Gefallen könnten Sie uns noch tun. Das Boot, mit dem wir gekommen sind, soll morgen nach Europa fahren. Könnten Sie der Crew eine Nachricht von uns bringen? Es könnte nötig sein, dass Sie Ihre Abfahrt bis 8 Uhr früh verzögern müssen. Mache ich. Und noch eine letzte Sache. Wie können wir die Netze des alten Sam von den anderen unterscheiden? Die Netze vom alten Sam haben blaue und weiße Seile. Aha. Interessant. Und jetzt, Watson, erforschen wir diesen Sumpf. Schickes Board. Muss ich ja sagen. Ah. Ich glaube, das sind die Netze vom alten Sam. Sieht zumindest so aus. Hier ist der versteckte Durchgang bei den Netzen des alten Sam. Wir sind auf dem richtigen Kurs, Watson. Alles klar. Okay. Hier ist der versteckte Durchgang bei den Netzen des alten Sam. Wir sind auf dem richtigen Kurs, Watson. Okay, ich glaube, das nächste war der Teufelsfelsen oder so. Ui, das sieht ja interessant aus. Nichts von Wert hier, Watson. Alles klar. Dann hier lang. Pull und pull und pull. Hier ist der versteckte Durchgang bei den Netzen des alten Sam. Wir sind auf dem richtigen Kurs, Watson. Alles klar. So.
Das ist wahrscheinlich der Teufelsfelsen oder so. Blut. Das hier ist nicht gerade beruhigend. Ja. Ist aber wahrscheinlich auch nichts. Oh Gott, da hängen Leichen. Was ist das nur für ein schrecklicher Ort, Holmes? Wo haben Sie uns hingebracht? In der Nähe des Ziels, Watson. In der Nähe des Ziels. Oh Gott. Großer Gott. Ui. Sehen Sie, dort im Wasser. Was für Monster. Nein, Watson. Es sind Krokodile und offensichtlich keine sehr gastfreundlichen. Mir fällt nichts Nützliches ein. Was machen wir jetzt, Holmes? Wir müssen sie mit einem verlockenden Happen von hier weglocken. Denken wir nach, Watson. Holmes, ich weiß nicht, wie man diese Kreaturen füttert. Und glauben Sie ja nicht, ich gehe ins Wasser. Nee, das wird auch nicht nötig sein, Watson. Wir schießen jetzt einfach mal die Leiche ab. Bravo, Watson. Das wird die Reptilien in diese Richtung locken und den Weg freimachen. Viel besser. Aber wir sollten möglichst schnell hinüber gelangen, bevor wir der nächste Gang werden. Alright. Na dann, mal schauen. Achtung, Watson, wir sind da. Halten Sie sich bereit. Das hier ist nicht gerade beruhigend. Okay, wir sind da. Oh Gott, das sieht ja schrecklich aus da. Arneson. Watson, sehen Sie nach, was Sie für diesen armen Mann tun können. Sein Diener hat sich furchtbar an ihm gerecht, indem er ihn diesen Wilden überließ. Was die anderen angeht, ich fürchte, da kommen wir zu spät. Oh Gott. Ich habe noch nicht alles untersucht. Mensch, da ist ein Menschenleben in Gefahr. Jämmerliche blinde Narren! Wisst ihr denn nichts von der Ankunft des großen Einen? In diesem Moment kommen seine Diener aus seinem ganzen Königreich und die Erleuchteten werden ihm ihr Fleisch geben. Alle werden da sein bei seinem Erwachen. Kämpft nicht gegen die Berufung. Bald wird er aufhören zu träumen und unsere Welt wird im Ganzen verschlungen. Verneigt euch und sprecht das Dankgebet. Ihr seid die Nahrung seiner neuen Welt. Schuss. Ich habe es, Holmes. Super. Dieser unheimliche Kerl war auch ein Kannibale. Meeresfrüchte haben ihn wohl gelangweilt. Na, das ist trotzdem kein Grund. Das kann ich nicht. Ob da vielleicht die kleine Statuette reingehört? Tatsache. Was für ein merkwürdiges Buch. Ich habe diesen Dialekt noch nie gelesen. Perfekt. Es wird mir die willkommene Abwechslung auf unserer Heimreise bieten. Okay. Eine beträchtliche Anzahl an Leuten war hier, vor nicht langer Zeit. Und in der Tat nicht freiwillig. Boah. Gott, wie das aussieht. Wie aus einem Horrorfilm. Gut, ich hoffe, wir sind jetzt fertig. Ja, lass mir den armen Mann holen. Holmes, helfen Sie mir dabei, ihn zum Boot zu tragen. Ich kann wirklich nicht sagen, ob er die Rückreise überleben wird. Hoffen wir es mal. Hey, Champagne, hilf uns mal. Beim neunschwänzigen Teufel. Das ist doch Arneson. In der Tat. Kennen Sie jemanden, der ihn aufnehmen und pflegen könnte? Sie sollten zu der kleinen Lucy gehen, die auf dem Boot liegt. Ich weiß, wo Lucy ist. Bitte helfen Sie meinem Freund, diesen armen Mann auf den Kai zu heben. Dann gehe ich Miss Lucy holen. Was können wir für dich tun, Süßer? Madam? Könnten Sie bitte Lucy ausrichten, dass wir Mr. Arneson gefunden haben? Und sagen Sie ihr, sie soll sich beeilen. Es könnte ihre letzte Chance sein, ihn lebend zu sehen. Lucy! Lucy! Ah, da bist du ja. Dieser Gentleman hat deinen Freund gefunden. Mein Gott!
Ist das wahr? Na sicher, er sagt's doch selbst. Was haben Sie mit dir gemacht? Oh, mein armer Schatz. Oh. Oh. Er hat seine Hand verloren und steht unter starkem Schock. Aber mit Ruhe und liebevoller Pflege hat er gute Chancen, diese Verletzungen zu überleben. Oh, Madam, bitte. Wenn ich kurz etwas sagen dürfte. Wir haben dieses Geld gefunden. Eine große Summe, die Mr. Arneson gehört. Ich glaube, es wäre gerecht, sie Ihnen anzuvertrauen. Tja, dann scheint ja alles klar zu sein. Ich werde mich gut um dich kümmern. Du wirst sehen, mein Schatz. Wegen Arnesons Haus. Dort herrscht einige Unordnung. Wenn Sie so gut sein könnten und dort alles wieder in Ordnung bringen würden? Sie können auf den alten Champagne zählen. Wird alles erledigt. Ich sehe, unser Freund ist in guten Händen. Wir beeilen uns, lieber Watson. Unser Schiff trifft schon Vorkehrungen zum Auslaufen. Ach, jetzt hat er doch wieder die Statuette dabei.